Der Kontextkollaps. Haben Sie schon mal ein lustiges oder vielleicht sogar peinliches Video in einer WhatsApp-Gruppe bekommen? Vielleicht wollten die Menschen, die auf diesem Video zu sehen sind, nie, dass es öffentlich wird. Genau das nennt man den Kontextkollaps. Inhalte sind nicht mehr an Zeit und Raum gebunden und es gibt keine Grenzen der Öffentlichkeit mehr. Und die Privatsphäre im digitalen Raum ist sehr selten und sehr schwer zu erhalten. Anni Walther stellt den Kontextkollaps als etwas dar, das dazu führt, dass wir nicht mehr entscheiden, wer unsere Inhalte sieht, sondern nur noch grundsätzlich entscheiden, ob sie gesehen werden oder nicht. Nachdem wir uns jetzt die Grundlagen zu sozialen Medien und Öffentlichkeit angeschaut haben, sprechen wir jetzt über ein konkretes Phänomen, das in sozialen Medien sehr häufig auftritt und das soziale Medien besonders gut ermöglichen durch die Funktionen, die wir dort haben. Dieses Phänomen nennt sich Kontextkollaps. Und das Prinzip ist eigentlich ganz einfach. Stellen Sie sich vor, diese Situation haben Sie sicher schon mal erlebt. Sie stehen mit Ihren Studienfreunden zusammen und lästern vielleicht über Ihren Chef oder Ihre Dozentin. Und dann drehen Sie sich um und die Person steht direkt hinter Ihnen. Sie haben einen blöden Kommentar gemacht. Der war eigentlich nur für Ihre Freunde gedacht. Aber dummerweise hat die Person, die das gerade nicht mitkriegen sollte, gehört. Und das ist das, was bei Kontextkollaps passiert. Kontextkollaps passiert immer dann, wenn wir denken, wir bewegen uns in einem bestimmten gesellschaftlichen Kontext, zum Beispiel in der Familie, mit Freunden oder mit Kolleginnen. Und dann fällt aber die Grenze zwischen diesen Bereichen weg. Und soziale Medien ermöglichen das besonders. Den Begriff Kontextkollaps hat Dana Boyd geprägt. Und zwar hat sie in ihrem Text darauf hingewiesen, dass soziale Medien eine bestimmte Art von Öffentlichkeit ermöglichen, eine Networked Public, die geradezu dazu prädestiniert ist, solche Situationen hervorzurufen, wie ich sie gerade beschrieben habe. Und sie weist darauf hin, dass soziale Medien eben bestimmte strukturelle Affordanzen mitbringen. Der Begriff Affordanzen ist kompliziert, aber er bedeutet im Grunde nur, dass die Techniken, die Plattformen, die wir verwenden, die Apps, die wir verwenden, einen bestimmten Angebotscharakter haben. Ja, sie ermöglichen uns, bestimmte Dinge zu tun und ermöglichen uns, andere Dinge eben nicht zu tun. Und Dana Boyd weist vor allem auf vier besondere sogenannte strukturelle Affordanzen vernetzter Öffentlichkeiten hin. Das erste ist Beständigkeit. Ja, das Internet vergisst nicht. Was ich jetzt hier zum Beispiel aufzeichne und was wir ins Netz stehen, können Sie vielleicht noch in 10 Jahren abrufen und sich anschauen. Replizierbarkeit ist die zweite Affordanz, die Dana Boyd hervorhebt. Das bedeutet, dass Inhalte sich ganz stark vervielfältigen und damit auch verbreiten lassen. Denken Sie zum Beispiel an Memes, in denen ein bestimmter Inhalt, ein bestimmter Witz dann auch in verschiedenen Variationen immer wieder kopiert wird und sich weit verbreitet. Skalierbarkeit ist eine weitere wichtige Affordanz. Das bedeutet, soziale Medien ermöglichen es, relativ schnell sehr viele Menschen zu erreichen. Also wenn Sie einen Post in Ihrem sozialen Netzwerk teilen und das andere dann wieder weiterteilen und diese wieder weiterteilen, dann können Sie in wenigen Schritten eine sehr große Öffentlichkeit erreichen. Das kann, muss aber nicht passieren. Und das nennt man Skalierbarkeit. Sie können sich das vorstellen, wie wenn Sie nicht genau einschätzen könnten, wie laut Sie sprechen, wenn Sie in einem Raum voller Menschen sind. Ja? Also es kann sein, Sie möchten vielleicht nur flüstern und Ihrem Nachbarn, Ihrer Nachbarin etwas ins Ohr flüstern, aber auf einmal ist Ihre Stimme so laut, dass jeder im Saal das hören kann. Ja? Und das bringt natürlich eine große Unsicherheit auch mit sich, dass man, wenn man in sozialen Medien sich äußert, nie genau weiß, wie groß ist das Publikum jetzt eigentlich. Das schauen wir uns nachher genauer an. Dann die vierte wichtige Affordanz, die Boyd hervorhebt, ist die Durchsuchbarkeit. Das heißt, durch Suchfunktionen, wie zum Beispiel Google, aber auch jede soziale Netzwerkplattform ermöglicht
es zum Beispiel nach Profilen zu suchen oder nach bestimmten Themen, Schlagworten. Und durch diese Durchsuchbarkeit können Sie eben auch ganz schnell verschiedenste Inhalte und auch Personen ausfindig machen und auffinden. Wenn Sie etwas in einem sozialen Medium posten oder teilen, also zum Beispiel, Sie stellen eine Story auf Instagram, dann stellen Sie sich ein bestimmtes Publikum wahrscheinlich vor, an das sich Ihre Inhalte richtet. Sind das zum Beispiel Menschen, die das gleiche Interesse haben wie Sie? Oder wenn Sie in einer Facebook-Gruppe etwas posten, sind das vielleicht tatsächlich sogar Freunde, Freundinnen oder KollegInnen, Fachexperten. Also Sie stellen sich wahrscheinlich irgendwie vor, an wen sich das richten könnte. Vielleicht auch Menschen in Ihrer Nachbarschaft. Diese strukturelle Affordanz der Skalierbarkeit, das, was ich eben beschrieben habe, bedeutet aber, dass dieses Publikum, das Sie sich vorstellen, an das Sie sich richten mit Ihrem Post, mit Ihrem Inhalt, eben nicht unbedingt dem tatsächlichen Publikum entsprechen muss. Also es kann sein, dass Sie heute etwas in einer WhatsApp-Gruppe mit engen FreundInnen schreiben und in der Zukunft, wenn Sie vielleicht Politikerin oder Politiker sind, dann wird es auf einmal publik gemacht und ganz viele Menschen in Österreich oder weltweit können auf einmal ihre Chatnachrichten in der Zeitung lesen. Ja? Also das genau ist Kontextkollaps. Also Fremde, die Sie gar nicht im Blick hatten, als Sie einen Post geschrieben haben, können jetzt oder auch in Zukunft dann Ihre Inhalte lesen. Oder auch vielleicht Ihre Familie, Ihre zukünftigen ArbeitgeberInnen, Ihre KollegInnen. Das heißt, dadurch, dass wir eben in sozialen Medien uns in Netzwerken bewegen und jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin dann wieder Inhalte in ihrem Netzwerk weiterteilen kann, fallen ja räumliche, soziale und zeitliche Grenzen weg, die wir sonst eigentlich haben. Bestimmte stabile Kontexte, in denen wir denken, dass wir uns in diesen bewegen. Und Sie können somit nie genau sagen, ob Sie sich jetzt in Ihrer Privatsphäre bewegen oder in der Öffentlichkeit. Tatsächlich ist, was Sie in sozialen Medien teilen, prinzipiell öffentlich. Und das sollten Sie immer im Hinterkopf behalten. Man unterscheidet noch bei Kontextkollaps verschiedene Formen. Es kann ja sein, dass Sie zum Beispiel einen Kontextkollaps oder das Zusammenführen verschiedener soziale Kontexte bezwecken, also das eigentlich absichtlich und gewollt herstellen wollen, dann nennt man das Kontextkollusion, also das absichtliche, gewollte Zusammenführen verschiedener sozialer Kontexte. Also wenn Sie zum Beispiel eine Wohnung suchen oder einen Job, dann posten Sie in Ihrem sozialen Netzwerk und bitten vielleicht andere sogar noch, das weiterzuteilen, weil Sie möchten, dass es möglichst viele verschiedene Menschen aus verschiedenen Bereichen sehen und somit die Chance steigt, dass Sie den Job finden oder die Wohnung. Und Kontextkollision, das ist eben der Gegensatz dazu, das ist eben die Situation, die ich zu Beginn dargestellt habe, wenn eben bestimmte soziale Kontexte auf einmal zusammenfallen, die Sie eigentlich lieber getrennt halten möchten.